Bereich ist ein Familienunternehmen. Wir produzieren keramische Blumentöpfe, aber auch Blumentöpfe aus Kunststoff und produzieren ca. 130.000 Artikel am Tag. Wir exportieren unsere Ware in ca. 80 Länder. Allgemein zu den Produkten kann man sagen, dass wir unsere Produktneuheiten im Hause selbst entwickeln. Nach erfolgreicher Marktforschung gehen wir hier am Standort in Kleinheubach in Serienfertigung und nehmen die Neuheiten dann in unser laufendes Sortiment mit auf. Also die Übernahmechancen sind sehr gut. Es werden immer wieder Auszubildende übernommen und dürfen dann in ihren Abschlussabteilungen selbstständig arbeiten. Also es gibt unterschiedliche Richtungen, in die man sich dann entwickeln kann. Ein typischer Arbeitstag im Vertrieb ist gut am Anfang der Ausbildung. Gibt man zum Beispiel sehr häufig Aufträge ein, das heißt, es kommen Bestellungen von Kunden, die müssen dann im System eingespeist werden und das dürfen wir Azubis zum Beispiel übernehmen. Gegen Ende der Ausbildung überwacht man dann zum Beispiel solche Aufträge, die man zuvor eingegeben hat, auf Richtigkeit in der Produktion bis hin zur richtigen Anordnung der Töpfe auf einer Palette, die dann zum Beispiel mit unterschiedlichen Auszeichnungen oder Packvarianten dann dem Kunden bereitgestellt wird auf unterschiedlichen Wegen.